Lang ist es her, dass man in Frankfurt einen Pokalsieg feiern durfte, über 24 Jahre. Und wenn man es dieses Jahr schaffen möchte, dann muss man im Viertelfinale des BBL-Pokals gegen die EWE Baskets Oldenburg bestehen. Und die Partie startet gut, beide Teams haben schnell den Rhythmus von außen. Justin Jaworski eröffnet für drei und kassiert prompt die Antwort. Trey Kelvin, das Gegenstück auf Frankfurter Seite, ebenfalls für drei erfolgreich. Es ist keine Highscoring-Affäre, weil die Partie auch von der Defense lebt. Die Oldenburger gewohnt aggressiv, hier mit dem Ballgewinn. Kononzuk, Schormann findet Cicevic für die einfachen Punkte in der Transition. Die Frankfurter lassen sich aber nicht verunsichern und haben in Malik Parsons jemanden, der ganz, ganz viel Selbstvertrauen mitbringt. Stepback-Dreier mit breiter Brust trägt er seine Mannschaft und bringt Ruhe ins Spiel der Skyliners. Das macht sich bezahlt. Wieder ist es Parsons im Zug zum Korb. Unnachahmlich. Hangtime and one. Das Foul von Gino Crandell hält ihn nicht auf. Und weil die Oldenburger wiederum in der Zone kaum Zugriff finden offensiv, gelingt den Frankfurtern die Führung auszubauen. Booker Kuplin für drei, auch er jetzt mit Selbstvertrauen. Und dann fällt auch der Nächste aus vollem Lauf von ganz weit außen. Die Frankfurter Führung, 15 Punkte. Und als wäre es nicht genug, setzt Malik Parsons noch einen drauf. Frankfurt voller Selbstvertrauen geht mit 17 Punkten Führung in die Pause. Pedro Calles denkbar unzufrieden. Er hatte eine Antwort seiner Mannschaft erwartet, er bekommt sie aber nicht. Es geht in eine Richtung. Frankfurt seziert die Oldenburger Defensive. Hier ist es Crosswell, der vom Anspiel von Kuplin profitiert. Und auch aus der Mitteldistanz bleibt Booker Kuplin der Mann der sicheren Würfe. 15 Punkte, 6 Assists am Ende für ihn. Bei Oldenburg geht so gut wie nichts. 31 Punkte ist der Rückstand, bis Justin Jaworski den Lauf der Frankfurter stoppt und ein fast nicht für möglich gehaltenes Comeback startet. Über den Hustle, über Seth Hinrichs finden die Oldenburger auf einmal in die Partie. Frankfurt wirkt nervös und Punkt für Punkt kommen die Gäste zurück in die Partie. Wieder ist es Hinrich, der mit seiner Energie dafür sorgt, dass die Oldenburger in der Partie bleiben und Dennis Bucherer die Sorgesfalten auf die Stirn treiben. Und plötzlich fallen auch die Würfe von außen. In der ersten Halbzeit sind die Oldenburger 3 von 20 und jetzt treffen sie allmählich. Kononzuk für 3, es sind nur noch 14 Punkte. Entlastung gibt es nur noch selten. Es braucht Notwürfe wie hier von Malik Parsons, der am Ende 24 Punkte erzielt. Trotzdem lebt die Oldenburger Hoffnung weiter. Justin Jaworski wacht noch einmal auf, trifft auch auf einmal die schwierigen Dreier und hält seine Mannschaft 3 Minuten vor Schluss noch in der Partie. Trotzdem bleiben die Frankfurter am Ende souverän von der Freiwurflinie. Da hilft es auch nicht mehr, dass Jaworski hier nochmal frei bedient wird. Denn Trey Kelvin ist 8-mal von der Freiwurflinie erfolgreich und tütet den verdienten Sieg für die Frankfurter ein. Yeah, I think that's our identity, is to fight. We dug way too big of a hole for ourselves to come back from. I'm proud of the team for fighting. Yeah, I think that's what it was. I think we got a little complacent. You know, we were up 20 points, and you know, when you're up 20 points, you think the game's over. And you know, against a good team like that, that has, you know, good scores like that, they can come back, you know, down 20, down 30. So, you know, we just got to learn from that. Das Oldenburger Comeback in den letzten 15 Minuten wird nicht belohnt. In Frankfurt hingegen darf man weiter vom ersten Pokalsieg seit 24 Jahren träumen. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.